Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer kleinen Spielprognose. Wir beziehen uns heute auf die Partie Portugal gegen Marokko. Der zweite Spieltag in der Gruppe B. Im ersten Spiel konnte sich Portugal ja ein 3:3 erspielen gegen Spanien. Marokko ja, verlor unterdessen gegen Iran 0:1 durch ein Eigentor in der 95. Minute. Sehr, sehr belastend bei Portugal. Natürlich der auffälligste Mann. Ihr seht es jetzt auch gerade im Hintergrund mit 3 Toren. Cristiano Ronaldo, der sich einmal mehr in den Fokus gespielt hat. Und ich denke auch, dass die Portugiesen ganz klar als Favoriten in die Partie gegen Marokko reinstarten werden, die wie gesagt unglücklich gegen Iran 1:0 verloren hatten. In den ersten 10 bis 15 Minuten waren sie klar und deutlich die bessere Mannschaft. Nachher hat das einigermaßen abgeflacht und dann in der 95. Minute aus dem Nichts das Tor für Iran. Und für Marokko dürfte es das erste Mal nach längerer Zeit wieder werden, dass sie über ein Gegentor bekommen. Ihr seht es hier in den letzten Spielen, hat Marokko eigentlich maximal ein Gegentor bekommen, auch wenn wir hier weiter nach hinten schauen. Ich glaube, die letzten 12 Spiele Marokko nur mit maximal einem Gegentor. Ich denke, das wird sich gegen Portugal ändern. Die, wie wir hier sehen, zumeist mit mindestens 2 Toren aus dem Spiel rausgehen. Und ich habe nochmal geguckt, hat Portugal schon mal auf Marokko getroffen? Und das war bisher einmal der Fall, und zwar im Jahre 1986. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt so lange her. Das ist jetzt, wenn wir das hochrechnen, über 30 Jahre her, und deswegen vernachlässige ich das hier komplett. Da hat Marokko 3:1 gewonnen. Ich denke, dass es dieses Mal anders ausgehen wird. Ich persönlich tippe auf ein 2:0 für Portugal, und für die Wettbegeisterten unter euch, ich werde jetzt einfach auch immer mal meine Wette so ein wenig platzieren, und zwar werde ich das Asian Handicap gehen, und zwar -1,0 auf Portugal. Das bedeutet, Portugal muss mit 2 Toren Differenz gewinnen. Sollten sie nur mit 1 Tor Differenz gewinnen, kriegen wir unseren Einsatz wieder. Das ist derzeit auf einer Quote von 2,1, was natürlich relativ gut ist, aber ich werde das Ganze meistens knapp vor dem Spiel tippen. Das bedeutet, wenn ich Aufstellung etc. habe, dann werde ich meistens meine Wetten abgeben. Das bedeutet, ich könnte das Ganze noch verändern. Und wie gesagt, das Ganze ist ohne Gewähr. Das ist nur meine derzeitige Wette, die quotentechnisch recht gut ist und dazu recht wahrscheinlich. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und dann denkt oben dran, rechts in der Ecke das i, welches Spiel ihr morgen sehen wollt, welches Spiel ich da mal prognostizieren soll. Und dann, wie gesagt, 2:0 Portugal und Asian Handicap -1,0 auf Portugal. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein 3:1 wird oder in die Richtung. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.